إلا الله إيمان. Das heißt Kufr und Iman. Und wir müssen das Wort Kufr benutzen. Kufr bedeutet nicht Unglaube. Aber es gibt keine richtige Übersetzung dafür. Kufr und Glaube. La ilaha illallah. Es gibt kein Gott, das heißt Kufr. Du musst erstmal Kufr begehen, damit du bestätigst, dass du Iman bekommst und hast, illallah. Wer den Iman nicht kennt, wird den Kufr auch niemals kennen. Wer den Kufr nicht kennt, wird niemals den Iman kennen. Ja, das ist Al-Wala wal-Bara. Wir sagen Ashhad an La ilaha illallah wa Ashhad anna Muhammad Rasulullah. Wortwörtlich übersetzt, ich bezeuge. Was bezeugst du? Hast du was gesehen? Was bezeugen wir überhaupt? Wenn du sagst, ich bezeuge, dann musst du den kompletten Koran vorher gelesen haben. Damit du sagst, ich bezeuge. Wir sehen in einem Gerichtssaal, die bringen immer einen Zeuge. Welche Funktion hat dieser Zeuge? Er hat eine Tat gesehen. Du bezeugst, ich bezeuge. Was? Ich bezeuge, dass ich Kufr begehe mit allem, was neben Allah angebetet wird, an der ersten Stelle. Womit muss ich erstmal Kufr begehen? Damit mein Glaubensbekenntnis akzeptiert wird. Damit ich verstehen kann, was La ilaha illallah bedeutet. Du musst Kufr mit Tagut begehen. Und jetzt kommt ein neues Wort. At-Tagut. At-Tagut ist ein arabisches Wort, eine Beschreibung für jeden, der sein Maß nicht kennt und überschreitet. Ja? Wer ist dieser Tagut, den ich gezwungen bin, mit ihm Kufr zu begehen, ihn zu leugnen, zu verabscheuen und zu hassen, damit mein Glaubensbekenntnis angenommen wird von Allah? Jetzt, Tawarit, das ist Plural von Tagut. Es gibt so viele Tawarit, so viele falsche Götter. Du musst die erstmal leugnen, verabscheuen, verachten, hassen, ja? Leugnen, Kufr mit ihnen begehen, damit du sagst, illallah. Jetzt, wir müssen erstmal wissen, was die Tawarit sind. Viele Muslime wissen gar nicht, wer die Tawarit sind. Und träumen vom Paradies. Und wir haben gesagt am Anfang, der Prophet a.s. hat gesagt, man yuridullahu bihi khayran yufaqihu fid din. Wenn Allah jemanden Gutes zuteil werden will, Allah lässt ihn Wissen in diese Religion erreichen. Das ist die Bedingung. Die Gelehrten sagen, am jüngsten Tag gibt es keine Entschuldigung für Unwissenheit. Wallahi, das ist die klare und deutliche Meinung von fast allen Gelehrten, die La ilaha illallah verstanden haben. Es gibt keine Entschuldigung und ein Beweis dafür. Wenn es um einen Hausbau geht, sind alle Leute fähig, zu 50 Banken zu gehen und die beste Zinsrate zu erzielen. Wenn es um Urlaub in Mallorca geht, sind die Leute bereit, so viele Reisebüros aufzusuchen. Ja? Wenn es um ein schönes Auto geht, dann ist man bereit, Tage zu investieren, Monate zu investieren und so weiter. Aber wenn es um das Grab geht, dann sind die Leute betäubt. Ja? Und Allah gibt jedem von uns jeden Tag die Chance, beim Schlaf
dass er ein neues Leben bekommt am nächsten Tag. Und Reue begeht und nach Wissen erstrebt. Also, für Unwissenheit gibt es am jüngsten Tag keine Entschuldigung. Keiner kann am jüngsten Tag kommen und sagen, ich wusste es nicht. Ja? Allah hat jedem von uns einen Verstand gegeben. Und für meinen Verstand und deinen Verstand hat Allah das Paradies und die Hölle erschaffen. Damit keiner von uns am jüngsten Tag zurück zu Allah kommt und sagt, ich war Jahil. Jahil ist derjenige, der Allah nicht kennt. Jahil ist derjenige, der den Koran nicht gelesen und verstanden hat und gefolgt ist. Das ist der Jahil. Wer ist dieser Tagut, den wir unbedingt leugnen müssen, damit unser Glaubensbekenntnis akzeptiert wird? Und ich erwähne das sehr wichtig für uns Muslime hier, die Dauer machen. Damit wir wissen, wir müssen die Menschen zum Tawhid aufrufen. Aber wenn ich selber nicht mal weiß, was La ilaha illallah bedeutet, wie kann ich die Menschen überhaupt zum Islam einladen? Das ist die Voraussetzung. Jetzt, wer sind diese Tawarit? Das sind mehr als 100, unzählig. Aber die Gelehrten des Islam haben gesagt, die Spitze von diesen Tawarit, den wir leugnen und verabscheuen und hassen müssen für Allah, sind 5. An der ersten Stelle Iblis, der Shaitan, la'anullah. Nummer 1, bitte registrieren. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأول إبليس لعنه الله فإنه رأس الطواغيت وهو الذي يدعو إلى الضلال والكفر والإلحاد ويدعو إلى النار فهو رأس الطواغيت. إبليس لعنه الله ist derjenige, der an der Spitze von diesen Tawagit sitzt. Er lädt die Menschen in die Hölle ein. Er lädt die Menschen, damit die Allah beigesellen. Das ist der erste Tagut. Du musst Kufr begehen mit diesem Tagut, mit diesem Scheitan. Das heißt, alles, was der Scheitan von dir will, darfst du nicht praktizieren. Du musst immer das Gegenteil tun von dem, was der Scheitan von dir will. Nummer 2. Man ubida min dunillah wa huwa radin bidhalik. Wer gerne angebetet wird und der ist dabei zufrieden. Beispiel dafür. Das sind die Priester und die Pfarrer, die gerne sich amüsieren, wenn jemand beichten kommt. Ja? Die möchten gerne angebetet werden. Das ist die Aufgabe von Allah, aber sie fühlen sich als Vertreter Gottes auf dieser Erde. Und das ist Anbetung. Wenn jemand einen Vermittler zu Allah nimmt oder wenn jemand zu einem Mensch geht und dort bei ihm sagt, verzeih mir meine Sünde, ich habe gegen Allah gesündigt und verzeihe mir oder vermittle mir, das ist Beigesellung. Das ist Nummer 2. Nummer 3. Man idda'a shay'an min ilm al-ghayb. Wer behauptet, etwas vom Verborgenen zu kennen. Warum? Weil Allah im Koran sagt, das Verborgene nur bei Allah liegt. Und dass Allah das Verborgene kennt. Und wenn jemand das behauptet, dass er das Verborgene kennt, das ist ein Tagut, den wir leugnen müssen, verabscheuen müssen, verachten müssen und für Allah hassen müssen. Und mit ihm Kufr begehen müssen. Nummer 4. Man da'a an-nas ila ibadat nafsu. Wer die Menschen aufruft, ihn anzubeten. Das machen viele Präsidenten heutzutage. Gehorchen heißt auch Anbetung. Es machen viele Sekten.